Das ist das mit der überwältigenden Übermacht. Na hier, wir können hier ja gar nicht so weiter. Wo sollen wir dann hin? Also, hierauf wahrscheinlich. Ihr müsst es mir nachsehen. Wie gesagt, Battlefield habe ich nicht gespielt zuvor. Nein, hier ist es auch fertig. Was soll denn das? Zumindest geht uns die Munition nicht aus. Oh, hallo. Aber, ja. Wo? Keine Ahnung. Angreifen. Ach, der Typ da oben lebt noch. Deshalb wahrscheinlich. Der Sniper ist noch da. So, eben. Aha. An solchen Kleinigkeiten liegt's dann. Nö, ja, ist klar. Und jetzt plötzlich ist alles vorbei. Wo sind sie denn? Ah, da drüben. Wir müssen gucken, wie es unseren Teamkollegen geht. Der hat ja ziemlich was abgekommen. Wo ist er denn? Ah, okay, da. Na du? Gut geschlafen? Ja? Kannst du das spüren? YOLO, du schaffst das schon. Willkommen zu... Oh, wie heißt das Spiel? Dieser Treppensimulator da. BRSC 108, irgendein SBC, ganz komischer Name. Das ist aber auch ein Horrorgame, das wäre eigentlich auch mal witzig zu spielen. So weit hoch. Moment, Jungs, ich bin erstmal außer Atem. So, und was erwartet uns bloß hinter dieser Tür? Ein Lagerraum. Hui! Okay, der Sniper ist hier. Wir haben den Sniper hier auf der linken Seite. Und jetzt, warum ist hier eigentlich keine dramatische Musik? Was schieße? Was machen die Jungs hier? Der Kanada hat wieder eingegriffen. Ich dachte immer, Kanada ist immer so nett. Oh, was, jetzt muss ich mir nochmal die Binde genauer anschauen. Ah nein, ist doch nicht Kanada. Ist doch das für der ALB oder wie sie heißt. BLR. Wahrscheinlich, glaube ich, heißt sie. Soweit ich mich gekommen habe. Hier oben, glaube ich, bietet sich das Sniper besser an. Da ist auf der linken Seite. Was? Was war denn das jetzt? Was? Naja, naja, wir spielen es auf leicht. Und ich gacke einfach ab ohne Ende. Und jetzt nochmal drüber da und so. Wo ist der Typ? Das geht nicht, das kann doch nicht sein. Was? So, jetzt nochmal. Wahrscheinlich ist da irgendeine giftige Pflanze, durch die man nicht durchlaufen darf. Oder wahrscheinlich ist es einfach außerhalb vom Action-Script und deshalb wird man erschossen. Aber man sieht ja eindeutig, dass der Schuss von links kommt. Wie kann uns der dann hier hinten treffen? Ja, aufpassen. Oder kommt der von da? Ah, der wird von da kommen. Okay, dann ist es meine Schuld. Sorry. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn auf. Dann glaube ich schon. Okay, dann ist es meine Schuld. Ich sehe den aber auch gar nicht. Das ist aber auch ein schlechter Schütze, oder? Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? An die Wand. Bleib. Warte, bis wir jetzt kleine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Jetzt wahrscheinlich werden wir wieder gleich drauf gehen, wie ich den Laden kenne. Hey, siehst du was? Alles klar. Ich sehe ihn nicht. Bewachte nur, bewachte nur. Oha. Ja, ist doch ganz schön kritisch hier, so ein Sniper. Einfach weitergehen ans Ende der Terrasse. Ja, ich bin ja hier. So, wo ist er denn? Okay, okay,
Da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Na, komm schon. Das kann doch nicht möglich sein, oder? Das gibt's ja nicht. Und wir wissen schon wieder über die Terrasse. Jetzt wissen wir aber zumindest ungefähr, wo der Typ ist. Vielleicht können wir auch einfach nur rüber rennen schnell. Eine beschissene 50er. Ja, Kaliber 50, das ist ja schon ganz schön Bums, ne? So. Y, um die Bauchlage zu gehen. Zuvor an der Ecke bin ich nämlich aus Versehen aufgestanden, deshalb hat er uns wahrscheinlich erwischt. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis unsere Teamkollegen hier herüben sind. Aber die 50er, die müsste eigentlich ohne Probleme durch diese Mauer durchkommen, theoretisch. Ah, kommt sie auch. Hoppla. So, jetzt nur wieder nicht denselben Fehler machen. So eine ähnliche Mission gab es ja auch bei Call of Duty 2. Das ist in dem Zweiten Weltkrieg-Setting. Da ist auch so ein Sniper, der von der Ruine rüberschießt. Also ich habe so lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Da bin ich auch zigmal gestorben. So, Jungs. Jetzt nochmal. Siehst du ihn? Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. So. Unsere Deckung verabschiedet sich. So, auf halber Höhe, haben sie gesagt, müsste er sein. Knall den Typ endlich weg da, das gibt's doch nicht. Hebe die Panzerfaust auf. Aha, wir haben jetzt die Panzerfaust. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich weiß noch gar nicht, wo der ist. Du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. 3, 2, 1, Feuer frei! Boom. Whee! Ich glaube, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ziel perfekt erwischt. Hui, okay? Hat dem Devs gut geschossen. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medevac. Okay, ist doch mal gut gegangen. Natürlich, wir können alles. Wir sind Marines. 1, 2, 3, 4, I love my Marine Corps. So, auf geht's. Endlich weiter. Oh ja. Ja. Gehen wir weiter. Wohin? Primärwaffe wechseln. Ja, ich wechsle ja. Okay. Und pack. Wieder welche weggenatzt. Whee! Kanadier. Kanada wäre übrigens auch ein sehr schönes Land, mal hinzureisen. Würde mich wirklich reizen. Einfach auch, wo man ein bisschen seine Ruhe hat. Nicht hier so, wo einem die Kugeln um den Kopf fliegen. Das wäre dann auch nicht unbedingt hübsch. So, Syrien ist hier momentan nicht so zu empfehlen, zum Beispiel. Und wir verteidigen jetzt diese Patrouille hier. Ja, ich würde schon gerne noch ein bisschen weiter snipern. Das gefällt mir ziemlich gut. Jawohl, es geht weiter. Da habe ich einen gesehen, der ist weg. Straßen und Dächer im Auge behalten. Wo schießen die alle hin? Ich sehe die gar nicht. Ich habe mir das als Multiplayer angewohnt, einfach sich ständig zu bewegen bei Snipern, aber das ist ja in der Single-Ding eigentlich ziemlich egal. So, da ist das, glaube ich, auch so programmiert, dass man nicht so schnell erschossen wird. Ich frage mich ständig, wer sind diese? Sind das so Gotteskrieger oder was ist mit denen überhaupt? Was wollen die hier? Wo sind die überhaupt? Ah ja, Kurdistan. Stimmt. Ja. Ihr seid nicht durch, ihr habt 5 Meter hinter euch zurückgelegt. Deshalb, naja. Da sind wieder welche. Yeah, hier ist ziemlich viel los jetzt und ich treffe gar nichts.
Wenn ich was treffe, dann sterben sie nicht. Ah, das ist natürlich das Magazin leer. So viele ausschalten wie möglich. Wir müssen unsere Jungs retten. Das Geilste wäre ja, wenn das jetzt ein Marine Corps gewesen wäre und ich die alle einfach aus Teambeschuss wegknatze. Wo sind die anderen? Ich muss ihnen nach. Also ich hätte da lieber noch ein bisschen weiter geschossen. Aber naja. Man kann nicht alles haben. So, dann wechseln wir wieder auf die M4, glaube ich. Oder was ist das? Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Das hier. Was ist das hier? Ein Brett. Übrigens hat hier, glaube ich, irgendwo der Herr Sigismund auch einen Sprechtext. Ich glaube, nur zwei, drei Sätze im Hintergrund. Aber das müsste eigentlich ganz am Anfang hier irgendwo gewesen sein. Haben wir wahrscheinlich schon verpasst. Los. Hinter uns bei einem Panzer. Dann könnte es von Deckung gehen, glaube ich, oder so, das hat er gesagt. Oder ich weiß nicht. Irgendwas, was mit dem Panzer war halt. Wahrscheinlich ganz am Anfang, als wir da die Straße entlang gegangen sind. Da im Hintergrund vielleicht. Nette Parkour-Tricks hat er drauf. Muss man erstmal schaffen, mit einer Panzerfaust sich so hübsch abzurollen. Gut machst du das. Wenn man bedenkt, wie viel die ganze Ausrüstung wiegt, das muss schon ziemlich hart sein. Und er lässt sein Gewehr aus, spinnt er. So macht man das. Whee! Runterspringen, Knie im Arsch und ja. Meniskus, Knochen gebrochen und Knöchel gesplittert. Leute, mir passt das nicht so gut, unbedingt irgendwo stehen zu bleiben. Das hoffen wir doch auf. Oh, hat bis jetzt immer geklappt. Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campo? Das frage ich mich auch oft genug. Ein paar epische Texte. Brauche ich es natürlich immer. Munitionskiste, super. Kontakt, Kontakt. Whee! Da flitzt wieder einer ins Eck. Die KI ist natürlich nicht unbedingt die schlauste, aber das ist auch ganz einfach wegen den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Ich wiederhole das gerne nochmal, ist auf leicht. Wegen des angenehmen Gameplays werden kommentieren. Denn ich sehe jetzt schon die Kommentare eintrudeln. Noob, einfach und dann stirbst du noch fünfmal. Ja, kann passieren. Baugerüste, ich hab gesehen, ihr habt da die Lizenz nicht richtig, da fehlt die Wandverankerung. Da muss ich das erstmal beim Bundeskriminalamt melden. Das kann so nicht weiterhin. Hui, was ist hier? Randale. Oh nee, Polen ist nur einmal im Jahr. Okay, das darf man ja nicht sagen. Was machst denn du jetzt? Eine Verletzten. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Das ist natürlich Kacke. Und was ist hier überhaupt passiert? Und was? Warum guckt ihr nur so blöd? Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Boom. Ich hab was gefunden. Alter, sterbt. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch Sekundärdraht. Ach, schade. Kacke, wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Entschuldigung. Problem, Captain Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht. Jui, ich bin Freiwilliger. Folge dem Draht. Folge der Spur aus Brotkrumen, sozusagen. Und willkommen bei Let's Play Horror Game. Folge dem Draht. Hier kommen wir nicht durch. Oder kommen wir doch durch? Hier. Endet das Let's Play für alle Klaustrophobiker unter euch. Hui, eine Ratte! Und ich komme mir gerade vor wie in Wreck. Ich habe den Film vor kurzem erst gesehen, habe mir in die Hosen geschissen, als der Typ da oben im Dachboden die Runde gekrochen ist und da war so ein verkacktes Gitter, wo dahinter das Viech war. Aber Alter! So. Endlich wieder Boden unter den Füßen. Endlich wieder Füße über den Boden, kann man auch sagen. Wir folgen dem Draht. Und wohin geht er denn? Zu einem Handy. Links oder rechts? Links oder rechts? Au, Action Script. Action Script. Mach ihn fertig, Junge.
Und wieder weiter geht's. Boom. Kopfnuss. Yay. Yeah. Kopfnüsse sind überbewertet. Willkommen im MMA Cagefight. Keine Tiefschläge, keine Achtkanzhölzer. Und Knieschoner, die Fresse sind auch nicht erlaubt, aber ja, wir sehen jetzt mal drüber hinweg. Und wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft. Jetzt fehlt noch der obligatorische Timer, wo man dann so 1-2 Sekunden vor dem Ende in Zeitlupe noch gerade so schafft, den richtigen Stecker zu ziehen. Das wäre auch typisch. Ui, wir haben ja eine Taschenlampe. Mal kurz. Nein, 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 keine Granate. Ich wollte eigentlich schauen, ob wir mit der eine Lampe anschalten können.